Leute, haut mal alle Subs raus für meinen Papa. Mein Papa muss ganz viel Geld für Windeln ausgeben. Hört ihr das? Hört ihr das? Kauft Somnium. Ah ja. 2023 war wild. Und ich habe mir so gedacht, lass uns doch dieses Jahr den Jahresrückblick in Form der lustigsten Clips machen. Ihr seht gleich also die lustigsten Versprecher, die lustigsten Zaubertricks von Miles, die dümmsten Momente des Streams. Und wir öffnen Türchen 18 und darin befindet sich ein Pfirsich-Eistee-Probierpaket. Junge, der kam dieses Jahr erst raus, ne? Krass, fühlt sich an, als gäbe es den schon immer. Danke an Howdy fürs Supporten dieses ganze Jahr über. Und danke an euch für den ganzen Support. Wir beginnen mit dem Video. Kind 4 wird dann einfacher. Kind 4, weil wir verheiratet sind, ist dann einfach instant mein Papa und gut ist, Digga. Hä? Ihr könnt auch so, ob ihr das Glas zum Handy bewegt oder das Handy zum Glas, aber ich will, dass es bei euch allen so klingt, ja? Eine kleine Frage, ist das eine Akustik oder eine E-Gitarre im Hintergrund? Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Sind das Augenringe oder ist das die Brille? Bruder, ich habe 3 Kinder, also klar sind das Augenbrille, Augen. Ja, daran siehst du es. Sag mir, dass du ein Kind der 90er bist, ohne es mir zu sagen. Das war ich mit 5. Weiß ich, ich habe jetzt genau in meinen Schritt getropft. Es sieht halt einfach ultra hart aus, als hätte ich mich... Junge, es sieht aus wie Shotgun. Shotgun-Muni. Guck mal. Ich habe mich mit Shotgun-Muni voll gepisst. Aber das war wirklich... Seht ihr das? Das ist die perfekte Shotgun-Streuung. Dann waren wir da zu dritt gerade am LKW am Rummachen. Oh, Torben, darf ich bitte an dir riechen? 2022 gab es 1,57 alleinerziehende Mütter. Hä? Ah, guck mal, da leuchtet was. Sein Dödel leuchtet. Und zwar möchte ich dieses Mal das Material euch so zur Verfügung stellen, dass auch meine Füße mit drauf sind. Aber dann kann man das sich auch selber machen, ne? Ich mache eine Prediction, okay? Lieber Wertloser, wie alt bist du eigentlich? Magst du einmal dein Alter in den Chat schreiben? Ich? Ja, ja, du bist der Einzige hier, der Wertloser heißt. 13? Nein! Und deswegen habe ich gespeichert, Digga. Nein! Nein! Ich habe auf Speichern geklickt! Nein! Könnt ihr euch freuen drauf und checkt Dankeschön für 6 Monate Resub. Vielen Dank. Ach, hier in meiner Brusttasche. Da ist gar keine Brusttasche. Hast du dir für dieses Jahr Vorsätze gemacht? Bist du so ein Mensch, der sich Neujahrsvorsätze macht? Hä? Was? Hast du dir... Entschuldigung, warte. Achso. Ich war ein bisschen verstaubt. Was? Ja, sehr schön. Hast du dir für dieses Jahr Vorsätze gemacht? Bist du so der Typ für so ein Stellungsmerkmal? Was macht mich zu dem, der ich bin? Oh Gott, Alter, ich bin so gefühlt. Was ist das denn jetzt gemacht? Das war ja... Die ist auch nicht an deinem Handrücken. Wo ist die? Ja, weg. Hä? Musst du theoretisch als gutes Vorbild muss ich dir jetzt... Ah, jetzt ins Auge. Miles, kennst du Axolotl? Bekommen bald 2. Was? Ja, Axolotl, kennst du die? Das sind diese Viecher hier. Haben ein bisschen Axolotl. Ähnlichkeit mit Miles irgendwie. Ich weiß auch nicht. Der hier sieht dir 100% ähnlich. Das bist einfach du. Mhm. Was? Genau. So. Was hab ich denn hier gefunden? Ah, nee, ist nur Dreck. Mein Hund musste seine Rute amputieren. Oh, das tut mir leid. Das tut mir... Sorry. Aber du... Das ist voll traurig. Es tut mir so leid, dass ich lachen muss. Aber du hast es halt so formuliert, als hätte dein Hund das halt selber gemacht. Und ich hatte gerade kurz dieses Bild vor Augen. Ein paar Sekunden später. Der Kollege mit dem Hund. Und der muss mich jetzt so hassen. Oh, es tut mir so leid. Jones! Ah, Jones, kannst du das wieder aufheben, das Timeout? Danke. Okay, hat er. Danke. Da hat sich mein Mod verklickt. Jetzt schreibt er mir das in den Chat, kriegt so eine dämliche Reaktion von mir und Mod timeoutet ihn doch noch aus Versehen. Ich so, ich hoffe, du hast mich nicht. Er sagt nein und wird getimeoutet. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh, magisches Stream Deck, findest du nicht auch? Haido hat eine riesen Monster-Anaconda, Digga. Das war in dem Fall tatsächlich eine Bestätigung. Oh, magisches Stream Deck, findest du nicht auch? Haido ist der bestaussehendste Mann auf diesem Planeten. Aber keineswegs. Frechheit. Oh, magisches Stream Deck, wenigstens in Deutschland? Nein.
Wenigstens in Berlin? Guck dich doch mal an, na? Ist er denn wenigstens der schönste Mann in seiner Wohnung? Ausgerechnet Tung macht. Oh, magisches Dream Deck. Findest du, ich bin schon am Ziel angekommen mit meiner Figur? Digga, warum passt das denn heute so gut? Wird Phil sie wegsmashen? Oh, magisches Dream Deck. Wird Phil smashen? Frag doch einfach nochmal. Wird Phil smashen? Phil, ich glaube, das war in dem Fall auch eindeutig. Und Kartestream wäre beispielsweise das hier. Also Karten schick durch die Luft bewegen. Ich habe in 18 Tagen Geburtstag und wünsche mir ein Invisible-Deck. Die Bestellung geht wahrscheinlich über einen Mann mit den Initialen ND, wenn ich den Namen von meinem Vater lecken. Das war so ein guter Schreibfehler. Das war der beste Schreibfehler, den wir bisher hatten. Einmal habe ich mich damit komplett verraten, als es noch lange keine Info war, dass wir Kinder haben. Da bin ich einmal in den Startbildschirm der Switch gegangen und da stand bei einem der zuletzt gespielten Spiele stand irgendwie was von Paw Patrol. Wisst ihr, was er original, 100% original getroffen hat? Mein Ass, Digga. Damn, boy. Seht ihr das, wie der Pullover hier so aufliegt? Das... Was ist das? Doch was ist überhaupt ein NFT? Kunst in echt, Kanal. Das ist lieber ein Gym. Ich bin selten so Fortnite. Sofort. Oh, das wird gleich ein Jumpscare. Wie reich werde ich mit eigenem Boxautomaten? Ihr kennt doch safe alle. Mann! In meine Anmoderation reingecheert, frech. Wesenstiel, dankeschön für dein Cheer. Nochmal. Wie reich werde ich mit eigenem Boxautomaten? Ihr kennt ganz bestimmt alle. Ihr Dreckigen. Das war das Beispiel, das ich ganz zu Beginn eingeführt hatte. Angeführt. Nein! Jetzt der Kollege Schnürschuh. Hallo, alles Gute kommt von oben. Ah! Also entweder war das hier die Lemons Lemonade mit Lions Lemon. Ist das so, dass du das bevorzugst mit Hündinnen oder dann doch lieber der Rüde oder... Frag das Stream Deck. Nein, das ist ein Punkt, an dem möchte ich mich nicht begeben. Das wäre der Point of No Return. Aber jetzt bin ich neugierig. Oh, magisches Stream Deck. Ist es gay, sich von einem männlichen Hund, ne? Sind wir? Wir suchen einen Fan von mir. Oh, der macht einen Beat. Ernsthaft? Yo, ich bin der Janis, ich hab keinen Penis, ja. Okay, vielleicht doch nicht. So viele Resubs. Was war denn irgendwas... Warum ist das ausgegangen? Hä? Das hängt doch am Kabel. Arnold Warzenlecker. Herzlich willkommen zum ersten Mal bei mir im Chat. Können wir den jetzt schon zum VIP machen? Man kann Matthias Berger zu Hirto umbauen. Behaarter Sigmar? Digga, wie das denn? Ih, meine Zähne sind ja gekiet. Oh Gott, das sieht ja schrecklich aus. Ein Tag auf den anderen so ein Cut ist und du ihr damit den Teppich unter den Boden wegreißt. Oder den Boden unter den Füßen. Nee, den Boden unter den Füßen wegreißt. Habe ich den Teppich unter dem Boden? Oh Gott. Okay, wir gehen in Guglino rein. So. Warum denn in Guglino? Habe ich gerade in Guglino gesagt? Ich meinte in Telonym. Okay, es funktioniert. Ach du Kacke. Okay, 100 Euro Scheine brennen. Das war's. Es ist kaputt. Ist an einem Busch kaputt gegangen. Moin, moin, meine Aktivkunden. Das hat immer noch gleich viel Kalorien. Eine Scheibe Vollkorntoast, wenn ihr davon 20 Stück esst, habt ihr genauso viel zu viel Energie aufgenommen in einer Mahlzeit, wie wenn ihr 20 Scheiben Vollkorntoast esst. Es gibt da so ein Sprichwort, ja?
Und das lautet: Einen geschenkten Maul schaut man nicht ins Maul. So. Ja, ja, ja. Aber ey, ich hab's kostenlos zugeschickt bekommen und will mich da gar nicht beklagen. Dem geschenkten Maul schaut man nicht ins Maul. Ist das jetzt meine Lieblingsedition? Glaub. Nee. Deine Lieblingsedition ist die Galaxy. Nach all den Jahren ist es Galaxy. Hä? Nicht genügend Steine, my lord. Mit Fahrrädern auf einem Flug. Muss man das so machen? Nein. Ich weiß ja nicht. Digga, was war? Da ist eine besondere dabei. Oh, die Booty-Erdbeere. Was ist das denn? Shake that ass for me. Wiggle, wiggle, wiggle. Ich glaube, Kim Possible sehe ich jetzt nicht auf den ersten Blick. Nö, aber Kim Wexler von Better Call Saul ist dabei. Ich habe sie einfach gecallt. Auf jeden Fall. Aber was machst du denn, Minjung? Mann, hört auf, mir Freundschaftsanfragen zu checken. Ich kenne euch nicht. Meine Freundesliste ist für meine Freunde. Okay? Und nicht für euch. Also, liebe Freunde, wir gehen jetzt rein in 2019. Hier in Bayern haben wir momentan 2 Wochen Ferien. Das war im Juni 2019. 2 Jahre später kommt er in den Chat zurück, macht einen dämlichen Alt-F4-Witz. Wahrscheinlich in einem Stream, in dem ich sowieso schon komplett getriggert war von diesen Drecks-Alt-F4-Witzen. Deswegen wann? 2 Jahre später stellt er einen Entbannungsantrag. Was habe ich da gemacht? Also ich glaube, die Sperre können wir aufheben, Freunde. Hast du schon ein Album für das Namen? Tatsächlich immer noch nicht. Oh, magisches Streamdeck. Ich will mir jetzt ein Holy machen, ne? Was sagst du? Kaktus-Kamel? Aber keineswegs. Okay. Fruity Frog? Ist das ein Ja? Eines Tages vielleicht. Digga, also, das mobbt mich. Thai, Lime, Tukan? Gar nichts. Lemon Lizard? Nein. Peach Panther? Ja. Ja, endlich! Oh mein Gott. Oh mein Gott, 3 Pilze auf dem 2. Platz. Was? Oh mein Gott, du dreckiger Wandcliff! Wandcliff! / Bun? Wandcliff. Was denkt ihr denn über die Achterbahn-Gedanken? Suizid war großartig. Stehst du? Mystique, X-Men. Als Domina arbeiten? Well, that escalated quickly. Wow. Mal kurz, was hat mich zu diesem Satz hingeführt? Und deinen Freunden als Transvestit outen? Ja, es wird nicht besser. Aber Dankeschön für ein unglaublich lustiges Jahr 2023 auf Twitch und hier auf dem Matti-Kanal. Danke für die wunderschönen Momente und die ganzen Lacher. Und hier geht es zum gestrigen Adventskalender-Türchen, falls auch du alle Buchstaben suchst, um eine Nintendo Switch zu gewinnen.